Angekommen. Ihr wacht auf, als die Kutsche. Was? Ach, und weg komme ich hier nicht mit der Kutsche, ja? Offene Tor. Nee, okay. Dann machen wir mal wieder zu. Ich konnte es gar nicht so schnell lesen. Weil mit der Kutsche komme ich hin, aber nicht wieder weg. Oh nee, die haben doch schon wieder auch irgendwelche Probleme. Was wird der Jarl dagegen tun? Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Gute Frage. Bitte, es reicht. Ich habe Idgrod eure Bedenken mitgeteilt. Sie wird sich um euch alle kümmern. Wer es glaubt. Geht bitte wieder an eure Arbeit. Wir brauchen keine Zauberer in unserer Mitte. Murtal hat auch so schon genug Probleme. Ach, sinnlos. Ich bin nämlich hier. Dann machen wir mal weiter. Was ist euer Problem? Wenn es nicht um die Mühle geht, habe ich keine Zeit, mich zu unterhalten. Zu viel Arbeit. Digga, ich will dir helfen. Die Welt ist in Aufruhr. Und was macht unsere Jarl? Sie versteckt sich und hat Visionen. Wir brauchen eine Anführerin. Kenn ich. Keine Mystikerin. Worum kümmert er sich? Ihr habt bestimmt das Sie abgebrannte Haus gesehen. Nee. Seltsame Sache. Dazu kommen noch nächtliche Geräusche aus dem Sumpf. Geschichten von Monstern. Und nun dieser Zauberer in unserer Mitte. Was soll man machen, wenn man sich nicht an seinen Jarl wenden kann? Weiß ich nicht. Anfangen zu weinen? Wie könnte ich? Sie spricht nicht mit uns. Sie hat diesen Zauberer Valion gestattet, in unserer Mitte zu leben und seltsame Dinge zu tun. Und nun hört man von Rebellion und Drachen. Wie sollte Idgrod da helfen können? Nein, wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Das solltet ihr euch merken. Ja, so sieht's lehm aus. Auf Wiedersehen. Tja, nee, lustig aus. Eklig? Lustig. So, was ist denn mein Problem? Durst. Ich habe hier doch noch Bierchen. So. Zwei Bierchen. Und dann muss ich nach da. Die Mühle unterliegt meiner Verantwortung und darum kümmere ich mich. Schön. Das ist ich. Alles. Verstanden? Wem winkt die denn? Die winkt. Was ist mit der? Was ist ihr Problem? Was ist mit der los? Jo. Die muss Mucke hören oder so. Richtig krasser Dance-Moves. Richtig krasser Dance-Moves. Was war das jetzt? Ich hinterfrag's nicht. Muss ich jetzt nochmal nach da? Stimmt das noch rein? Ja. Machen wir das, weshalb ich hergekommen bin. Solange ich keine extra Quests bekomme. Nee, ist nochmal dieselbe Anzahl. Gottchen, war das laut. Ich helfe dir später. Hier war früher keine Mauer. Was hat denn diese Mod gemacht? Ich finde es ja trotzdem hart, dass ich mit der Kutsche hierher komme. Also. Ach ja, dass sie Dingshöhle mit ihren anderen Problemchen, was sie in der Stadt noch haben. Na, ich komme mit der Kutsche hierher von Weißlauf. Kein Ding. Aber ich muss nachher wieder zurücklatschen. Das habe ich ja nicht so Bock drauf, muss ich ja mal sagen. Nicht so richtig. Ich hoffe, das Hügelgrab ist nicht so groß. Ich wollte einfach nur schnell rein, erledigen, raus. Ohne langes Pipapo. Ich hoffe, es klappt. Es ist so laut heute. Oh. Was habe ich denn hier? Falsch. Wo ist eigentlich Lydia? Okay. Bei dem anderen Typ. Ein Dietrich. Lydia? Ach da.
Okay, nächstes Ding. Das kommt mir hier irgendwie sehr bekannt vor. Die Kiste. Ja. Das ist wohl nicht so gut gelaufen. Aber es ist bequem, nicht? Sagenhaft kacke. Was soll man machen? Manche haben Glück, andere nicht. Ustengraf. Dann gucken wir doch Ustengraf mal an. Ich finde es sehr gut, wenn man irgendwo reinkommt und hier schon tot, jemand Totes liegt. Das sagt sehr viel aus, wie sicher das hier ist. Von den Gegebenheiten. Das macht dann immer schon so richtig Spaß. Da liegen noch mehr Tote rum. Was ist denn bei euch schief? Sag mal, der lebt. Okay, das ist keiner, der nochmal aufsteht. Okay. Okay, okay. Sah aus wie die Dinger, die aufstehen oder was irgendwo rauskommen. Deshalb, noch mit. Allerdings brauche ich ja ein paar Bierchen. Digga. Also die beschwören jetzt immer solche... Das kann ich eigentlich auch. Rein theoretisch. Ich glaube danach... Ich muss mal gucken. Aber Magie wäre auch schon cool. Hm. Noch jemand tot. Schön reingequetscht, muss ich ja mal sagen. Gucken wir noch in die Kiste. Zwergenbogen. Jo, mei. Der alte Nordbogen, damit hast du... Bist du nicht mehr aktuell, damit hast du ausgedient. Immer wenn ich speichere, ich speichere mal zwischen, das ist so Gewöhnung. So gern wie dieses Spiel abbrechen möchte, immer. Oder abstürzen möchte. Obwohl ich es im Vergleich zu anderen ja nicht so häufig habe. Falsche Richtung. Oh ne, kein Feuertronarch. Oh. Jetzt, aber erst jetzt gezahlt, ja, muss ich ja mal sagen. Na dann. Okay, kann ich jetzt in Ruhe mal gucken. Es war aber auch ein bisschen weird, dass ich glaube, die haben eigentlich gegen die gekämpft, weil die wurden angegriffen. Und ich hätte, wenn es geschickt, ich hätte es bestimmt richtig geschickt machen können. Indem ich mich anschleiche und dann wären schon ein paar von den anderen beseitigt worden, aber naja. So geht's auch. Hm, ich liebe das ja, wenn man, wenn es einfach 100 Wege nach Rom gibt. Es ist leer. Wir lesen gar nicht klar im Vorteil. Yes, die ist nicht leer. Nur was? Nö. Okay. Dann haben wir das hier. Dann geht es hier natürlich noch weiter. Ist das nur ein Zimmerchen? Ja, ist nur ein Zimmerchen. Leer, leer, leer. Leer, leer. Ich kann halt mit dem Röntgenblick da so durchgucken. Das ist schon ganz realistisch. Noch was? Nö. Der Seite? Nö.
Dann haben wir das. Oh, die. Oh, das ist es okay mit diesen komischen, was auf einen schießt. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich ganz dunkel. Dann geht's jetzt weiter. Tolle Alarmanlage. Ah, das war dämlich. Wenn man nicht weiß, wo welche Belegung ist. Wieso hat das jetzt nicht die 1? Das ist die 2. Ich hatte es gerade irgendwie. Wieso hatte das die 1 nicht mehr? So. Da will ich. Da lang oder da lang? Ich gucke erstmal hier. Na toll. Da war noch. Das war noch ein rotes Pünktler. Entschuldigung, Lydia. Der andere? Bleib einfach stehen. Ist okay. Nehme ich auch. Ist sie festgebappt oder kann die sich bewegen? Ich bin direkt hinter euch. Dann mal los. Mal gucken. Geht ihr voran? Eieiei. Okay. Und die andere, ich will jetzt nicht so weit, weil es gab gerade zwei Wege. Darunter. Ja, okay. Gucken wir uns das Ganze doch mal näher an. Es war quasi nur. Ach, ich werde bestimmt wieder von Giftpfeilen angeschossen oder irgendwas anderes. Doch nicht? Mehr ist hier nicht. Weil es so offensichtlich war. Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Menno. Oder ich habe jetzt irgendwas übersehen. Dafür bin ich nochmal zurückgegangen. Oh, okay, es gibt man. Ah, es kann auch sein, dass das der, nennen wir es, Rückweg ist. Nachher hier raus. Weil von der anderen Seite war jetzt auch ein Hebel. Es könnte, da oben kann man auch lang. Ach, hey. Kann ich hier nur um Stunden handeln? Kann sich nur um Stunden handeln. Gehen wir jetzt hier oben lang. Ich wollte jetzt hier mal ein bisschen schneller durchgehen. Weil ich. Wenn ich nicht jeden Scheiß einsammeln würde. Na, da liegt noch ein Trank auf dem Boden. Keine Zeit. Tiefengewölbe. Oh Gott. Wird es echt relativ fix durchbekommen. Okay. Das Hügelgrab nicht fertig machen, weil ich so viele andere Quests noch drin habe. Ach, Scheiße, Mann. Guckt euch das mal an. Ich brauche Jahre. Hallöle. So, suchst du mich? Ich will mal ein bisschen hier meine Magie leveln. Jetzt hier runter, das ist nicht der offizielle Weg. Autsch. Hallöle. Sage mal, wollt ihr mich nicht irgendwie schon angreifen oder so? Nein, natürlich nicht.
war doch noch einer da. Wie man mich nicht sehen kann, ist mir schleierhaft, aber es ist okay. Jetzt kommt er. Jetzt kommt er. Na dann. Komm mal her. Hallöle? Ach, wie weit außen rum muss der denn jetzt laufen? Da. Eis und Feuer. Ich muss ja mal sagen, groß mein Schwert. Ich habe keine Zeit. Habe ich euch beim Essen gestört oder was ist los? Liegt hier was Spannendes rum? Das Brot. Wieso? Ihr esst doch gar nicht. Diese Dinger essen doch gar nicht. Oder irre ich mich da jetzt komplett? Einmal. Also ja, wahrscheinlich irre ich mich und es ist von irgendwelchen Banditen oder so, aber... Na komm, man kann es auch ein bisschen logischer machen, weil Banditen sind hier nicht. So vergammeltes Essen wäre irgendwie logischer. Lassen wir das da hinten jetzt weiter. Dann da hoch. Einmal wenn ich speichere, leckt es kurz. Ist das anstrengend. Und ich speichere jetzt ein bisschen öfter, weil ich will nicht, wenn es jetzt gleich irgendwie irgendwo crasht, ich irgendwo einen Bug habe oder sonst irgendwas. Wieder alles von vorne durchlatschen. Hallo? Na dann guck mal. Wie viel sind denn jetzt auf? Ach da. Lydia! Die ist so dumm, oder? Du bist reingelaufen. Selbst schuld. Manchmal. Nicht nur manchmal. Ich hinterfrag mich halt echt, was es soll. Hier eins. Okay, so. Zwei. Okay, ist hier noch was? Bevor ich das jetzt komplett übersehe. Hier da. Ich schau mal, es könnte nur sein, dass das hier nur ein Raum ist. Weil hier so ein Verzauberungsdings ist. Könnte ich vielleicht ein paar Sachen mal entzaubern, dann habe ich auch wieder mehr Platz. Hier sind durch. Ja, da stand gerade noch ein Trank. So, entzaubern. Ja, ja. Zaubern. Ja, ja. Die anderen Sachen kann ich alle schon. Ach, das ist irgendwie so laut heute. Dabei sind die gleichen Einstellungen wie sonst, die ich habe. Für die Mucke. So, jetzt bin ich hier, wo ich vorhin runtergeschaut habe. Oh, Hallöchen. Diesen Level 1 Skeletten kann man wenigstens schön auch Magie benutzen, wenn man das eigentlich gar nicht levelt. So. Was ist das? Okay. Hä? Okay, ich verstehe, nach dem Moment steht. Okay, ich schaue mich trotzdem kurz da hinten nochmal um. Nicht, dass ich gleich eine Truhe oder so übersehe. Was ist hier los? Ist wohl nicht so gut gelaufen. Ah, ist wohl nicht so gut gelaufen, auch bei mir nicht. Ach, da.
einem Hammer. Gut. Was ist das hier für ein Thron? Hier geht's auch noch runter. Gucken wir noch unten nach. Das war gerade weird mit der Optik. Jetzt wieder. Soll das Schnee sein? Regen? In der Höhle? Ich will das haben. Ja, kann ich verkaufen. So. Da. Der Schrei. Sieht ja aus, als wäre hier was. Nö, ist nicht. Hier hinter vielleicht? Nicht. Ja, krass. Okay. Geht sonst immer nur zum Spaß durch die Wasserfälle oder latscht zu den Wasserfällen. Und gar nicht, weil ich damit. Eigentlich rechne ich gar nicht, dass da was ist, aber diesmal. Ist denn auch unter Wasser was? Okay, ich kann gar nicht tauchen. Den Schrei haben wir. Mal gucken, ob hier noch was ist. Na, kommt mal wieder hoch. Okay. Dann noch um zu dem Rätsel. Ich brauche hier noch das Horn. Mich stört diese Markierung, die ich irgendwann mal gesetzt habe. Okay, ich kann es auch nicht ändern. Ignorieren. Dann gucken wir mal wegen dem Rätsel hier. Es leuchtet, wenn ich davor stehe. Erstmal muss ich eine Sahneschnitte essen. Nein, ich muss ja auch pennen, Leute, ein Zeichen da in der Ecke. Mach ich gleich auf dem Rückweg. Ich verstehe. Oh, ich hoffe, Lydia, du babst nicht zu doll fest. Ich verstehe. Das ist mit diesem Sprint. Habe ich den noch ausgerüstet? Wirbelwindsprint. Mhm. Das Problem ist, ich kann Lydia nicht mitnehmen. Also... Sie muss einen anderen Weg hier rausfinden und ich hoffe, es klappt, sonst muss ich sie zu mir teleportieren. Okay. Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ich auch nicht. Wie hat denn das jetzt funktioniert? Oh, habe ich mich gerade erschrocken, weil hier vor mir was hergedingst ist. Oh. Gottchen. Was ist denn für Geräusche? Außer ich den Fallen latscht. Sage mal. Ich weiß. Hier gibt's bestimmt, kann man die ausschalten oder einen logischen Weg gehen. Dass man sich nicht gefühlt stirbt daran. Dabei. Ja, habe ich jetzt nicht. Kann man bestimmt logischer überqueren, die ganzen Sachen. Okay. Dadurch nehme ich mal an. Kap.
gedacht, ich wäre schon fertig. Ich habe doch den Schrei schon. Ach, das Horn. Ich vergesse es die ganze Zeit. Das Horn brauche ich noch. Ich habe hierfür jetzt ja auch gar keine Drachenklaue. Klinge. Klaue. Drachenklaue. Oh nee. So etwas habe ich noch nie gesehen. Oh. Das erinnert mich. On point. Ja, ja. Das ist hier schon. Das war, denke ich, jemand, der Warcraft, aber es ist okay. Rätselhafte Notiz. Drachenblut. Ich muss mit euch sprechen, dringend. Mietet das Dachzimmer im Gasthaus Schlafender Riese in Flusswald und ich werde euch treffen. Ein Freund. Na klar. Super. Na, das ist jetzt einfach mal gescheitert. Finde ich gut. So muss es. Dann nach Flusswald. Ich, die das einfach nur ganz schnell hier fertig machen wollte. Ja, ist okay. Zeit. Kein Ding. Kann ich alles sehen? Jo. Mal die ganzen Münzen, die überall einzeln rumliegen. Wieso steht da eigentlich Gold und nicht Septim? Das irritiert mich gerade, aber ich sehe es auch jetzt erst, weil ich jetzt richtig hingeguckt habe. Lassen wir das. Ach ja, hier ist jetzt der Weg. Ustengraf. Und dann muss ich noch alles nach Flusswald. Soll ich dir nicht helfen, Mortar? Sollte ich den doch... Ich habe keine Quest bekommen, also es ist mir jetzt egal. Ich gehe ja irgendwann nochmal hier hin. Ich muss ja ein paar 500 Mal noch immer überall hin. Na, passt das schon. Erstmal herausfinden und dann nach Flusswald. Hab ich richtig? Ja. Das kann ja was werden. Todmüde nach Flusswald. Ich habe keinen Bock, jetzt da irgendwo zu pennen. Hat sich gerade komisch angehört. Ich gehe jetzt nach Flusswald. Komm mal, was wolle. Ich will die Quest fertig bekommen. Fröhlicher Marsch nach Flusswald. Ach Mann. Der kann. Also, da ich alles brauche, kann man es auch einfach einmal ignorieren, dass ich Essen, Trinken, Herbubu machen muss. Nervt mich nicht. Okay, da lad schon. Wartet! Ich kenne euch doch. Wartet! Ah, nee, du bist nur der 512. NPC, der mir sagt, als Soldat. Warte! Ihr seht ich kenne euch doch. Es bedeutet uns so viel, dass... Ich weiß, dass ich schlimm aussehe. Ich habe ja noch immer... Ich war noch immer bei keinem Schrein. Ich habe noch keinen Trank genommen. Heilige! Okay. Was habe ich noch? Ach. Ach, mir geht's richtig gut. Vielen Dank, dass ihr euch um diese Diebe gekümmert habt. Das Flusswald Handelskontor ist wieder das, was es einmal war. Ja, ja. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Ich möchte das Dachzimmer diesmal. Ich hoffe, ich kann... Das Zimmer unter dem Dach? Wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Ah, die ist es, glaube ich. Aus dem Weg, Fremdling. Ist da Geld drin? Lydia, ich klaue. Mach die Tür zu. Seit wann hast du denn was dagegen? Ach ja, ich weiß. Erinnerungen kommen wieder hoch. Man hat ja schon ein paar Mal die Sachen hier gemacht. Hier im Flusswald kommen nicht viele Reisende vorbei.
Oh, habe ich mich gerade erschrocken. Die ist aber nicht hier drinne. Die hat aber angefangen zu labern, weil ich in der Nähe bin. Uns trennt eine Wand, meine Liebe. Ich will den Einsatzteam noch. Das ist nicht möglich. Nein. Oh Gott, jetzt geht die Mucke auch noch los. Und so, was trinken? Da sieht noch was. So, jetzt reicht's ja, aber jetzt gehe ich noch pennen. Groß reden, schwang er die Klinge gezückt. Er prahlte von Kämpfen und Beuteglück. Doch still war der Rote kein Wort mehr. Er sagt, als Schild mein Mann, der Herz vor ihm trat. Ach so, ich sehe so komisch, weil ich so viel gesoffen habe. Auf der linken Seite? Ach, bin ich doof. Und mit lautem Plirr folgte schnell lieb auf ihn bis schlief. Schlafen wir kurz mal. Aber ich gehe gleich rüber in das andere Zimmer. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Nee. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Seiner Taten, er brüstet sich nimmer mehr. Och, nö. So, das Horn muss ich wegbringen. Das heißt, bevor ich ihr folge, bringe ich das Horn weg. Und dann folge ich ihr. Ich weiß ja, wo sie hingeht, darüber. Ihr seht schlimmer aus als ich. Ja, ich weiß, dass ich schlimmer aussehe. Passt auf immer hier. Mit Delphin rede ich, wenn ich die Quest mache. Ich weiß, ich muss da rein. Jetzt bringe ich das erstmal noch zurück. Wo ist denn jetzt der Dude? Ah, ich glaube, der pennt. Nee, er liest. Ah, ihr bringt mir das Horn von Jürgen Windrufer. Gut gemacht. Ihr habt nun alle Prüfungen bestanden. Endlich. Folgt mir. Es ist Zeit, euch in aller Form als Drachenblut anzuerkennen. Ihr seid bereit, das letzte Wort von unerbittliche Macht zu lernen. Da, was so viel bedeutet wie Stoß. Wenn alle drei Wörter kombiniert werden, ist dieser Schrei viel mächtiger. Nutzt ihn weise. Hallo? Ist der Wolf da, wird nun sein Wissen über da gebracht. Ihr habt eure Ausbildung abgeschlossen, Drachenblut. Wir würden gern mit euch sprechen. Stellt euch zwischen uns und bereitet euch vor. Nur wenige können der entfesselten Stimme der Graubärt widerstehen. Aber mal gucken. Ich muss bestimmt gleich den hier benutzen. Weil das habe ich ja schließlich gerade gelernt. Seid bereit. Ja. Ach so. Noch nicht vorbei. Ihr habt die Stimme der Graubärte gehört und es unbeschadet überstanden. Hoch Rottgar steht euch nun offen. Danke. Das heißt, das habe ich jetzt erledigt? Jo. Na, passt doch. Dann kann ich jetzt hier auch aufhören. Erstmal.
Ja, das passt doch. Dann ist das jetzt auch endlich erledigt. Und irgendwann gehe ich dann den Berg da weiter. Jetzt mache ich die anderen Quests. Ich weiß ja nicht, welche ich als nächstes mache. Aber, jo. Passt.